Herzlich willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge ist Rechtsanwältin Nele Trenner bei Libri Leo, einem Leseprojekt aus Berlin. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Kita-Rechtler-Plauderei. Ich bin hier heute im Büro von Libri Leo, einem Leseprojekt in Berlin, ansässig, und mit mir plaudert heute Sarah Selige, eine der beiden Geschäftsführerinnen. Genau. Nein, nicht die Geschäftsführerin, und es gibt noch einen Geschäftsführer, aber hallo. Hallo. Wie kam es dazu? Oder was war dein Werdegang? Wie kam die Idee zustande? Was war Ursache dieses Projekts? Wahrscheinlich sind es unsere Kinder. Also mein Partner und ich haben zusammen gegründet und wir haben selber zu dem Zeitpunkt zwei Kinder gehabt und wissen, dass Kinderbücher, also es geht ja um Leseförderung, und wir wollten, dass alle Kinder einen Zugang zu Kinderbüchern haben und besonders auch Familien, die sich das nicht leisten können und noch nicht so viele Bücher zu Hause haben und auch noch nicht so häufig mit ihren Kindern vorlesen. Und das war der Gedanke, und das ist jetzt inzwischen nach fast 5 Jahren oder 4 Jahren wirklich schon ziemlich groß geworden, und so dass wir sehr viele Familien in finanziellen und sozialen Schwierigkeiten oder erreichen. Okay. Ich sehe hier tatsächlich schon so ein Plakat an der Wand, und da sieht man ein Team, was durchaus etwas größer ist. Auch zwei Kinder sind drauf, das sind wahrscheinlich die eigenen, die Idee gegeben haben. Aber das heißt, genau, das Projekt wächst, und ihr wollt gerne, also euer Ziel ist es tatsächlich, mit Lesen, Leseförderung auf verschiedenen Wegen, zu denen kommen wir gleich, Kindern Lesen nahezubringen. Ja, genau. Also inzwischen sind es übrigens sogar drei Kinder. Es ist noch ein kleines Kind dazugekommen. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel ist es, in Deutschland Bildungsarmut und Kinderarmut zu bekämpfen oder zu verringern, auf jeden Fall. Deutschlandweit macht ihr das? Ja. Okay. Was sind die Standbeine? Ich habe gesehen, ihr habt eine Lesebox, über die werden wir gleich reden. Ihr habt Leseveranstaltungen tatsächlich vor Ort. Ja. Das heißt, ihr habt durchaus sozusagen viele Sachen. Man muss sich nicht auf eins festlegen, sondern man kann sowieso alles mitmachen oder man kann halt einzelne Veranstaltungen besuchen. Wollen wir mit den Leseboxen anfangen? Und es beinhaltet beides. Also bekommt eine Mitgliedschaft bei Libri Leo im Leseförderprogramm und erhält dann alle 3 Monate Bücherboxen mit einem Kinderbuch, einem Ratgeber und einem Spiel. Und das ist immer auf das Alter abgestimmt und zu pädagogischen Themen, je nach Entwicklungsstufe der Kinder, zum Beispiel angefangen mit der erste Zahn oder Einschlafen und später dann Themen wie Mobbing beispielsweise. Das habe ich auch gesehen. Mobbing, genau. Aber schon in der Altersgruppe 3 bis 4,5 Jahre. Fand ich irgendwie erstaunlich. Das ist ein bisschen Prävention, so gerade bis ab 4 in der Kita hat man das schon teilweise. Okay. Also hat mich tatsächlich überrascht, als ich das so gesehen habe. Ich hätte da eher so an die Schulkinder. Vorschulkinder und dann so, weil in der Schule ist es ja natürlich dann tatsächlich ein richtiges Thema. Ja. Wenn das in der Kita Mobbing unter Kindern auftaucht, aber gut, da. Es ist natürlich, wir handeln in generell alle Themen super sanft. Also das heißt, super positiv mit tollen Bildern und generell auch sehr, sehr viele Bilder und wenig Text, sodass die Kinder die Eltern, die vielleicht kein Deutsch sprechen, trotzdem mit den Materialien arbeiten können, beziehungsweise von den Materialien lernen können. Und da geht es eben darum, wie Eltern eben früh schon vermitteln, also dass es eben nicht zum Mobbing kommen wird, dass wie man dann irgendwie damit umgeht oder was man den Kindern sagt, wenn es eben immer ausgeschlossen wird oder wenn es selber andere Kinder ausschließt. Wenn das mal vorkommt, ist es bestimmt normal, sehr sicher normal, weil Kinder tun das nun mal hin und wieder. Mhm. Aber einfach, wir versuchen im Prinzip damit den Eltern zu zeigen, wie sie damit umgehen sollen oder was sie den Kindern sagen sollen. Aber das war ja eben gerade schon mal ein ziemlich spannender Aspekt, dieses, dass man auch andere, beziehungsweise nicht muttersprachliche Eltern mit reinholen kann, weil ihr einfach weniger Text da habt, sodass man
erstens, dass das Kind selber sich eine Geschichte dazu möglicherweise ausdenken kann, was natürlich die Fantasie fördert. Und dann, dass die Eltern auch jeweils mit ihrer Sprache oder die jeweils vorlesenden Personen in ihrer Sprache die Geschichte erzählen können. Ja, genau. Das ist, erscheint mir ziemlich clever. Schreibt ihr die Bücher selber? Nee, wir kaufen die Bücher. Wir sind ein Buchhändler quasi und wir kaufen die ganz normal bei den Verlagen. Also wir haben Bücher von wirklich alle Verlage. Wir schließen niemanden aus. Belz, Ravensburger, Koppenrath, Gerstenberg, große Verlage, kleine Verlage, ganz gemischt. Wir suchen die Bücher einfach so aus, dass sie hübsch aussehen, dass sie wirklich einen guten ersten Eindruck machen, weil die sollen natürlich auch einen guten ersten Eindruck bei den Kindern machen. Teilweise ist es uns sogar wichtig, dass sie einigermaßen groß sind, weil es ist so ein bisschen der Nintendo-Effekt für Kinder oder dieser Computerspiele-Effekt. Das, was sie kennen. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das, was sie, das, was sie ihnen erstmal irgendwie als gut erscheint, egal was dahinter steht, wollen sie eher haben. Also wenn es ein Buch ist, was irgendwie sehr, sehr groß ist, ein tolles Cover hat und meinetwegen fette Raben. Judge a book by its cover. Ja, das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht das, was ich empfehlen würde für Familien, die geübt sind mit Büchern und mit Literatur. Aber wenn man eben als bildungsferne Familien einsteigt mit Kinderbüchern, dann ist es vielleicht einfacher, wenn es was ist, was man kennt. Und wo das Kind nicht sofort eine Abwehrhaltung hat. Genau. Das stimmt. Also auf jeden Fall suchen wir die Bücher. Natürlich gibt es auch Kriterien wie inklusive Bücher, möglichst eine Durchmischung an Familien aus verschiedenen Herkunftsländern, Mädchen, Junge. Also wir achten schon darauf, dass die Bücher möglichst pädagogisch wertvoll sind. Mhm. Wobei wir natürlich auch nicht diejenigen sind, die das schreiben oder illustrieren. Wir müssen uns da schon auch an den Buchmarkt anpassen. Aber wir gehen damit ins Trend. Aber wenn es da die Auswahl gibt, na klar. Ja. Alter hatten wir gerade schon. Es geht eigentlich, also Familien können sich anmelden, sobald das Kind da ist. Ja, genau. Wirklich als Babys, von 0 bis 6 geht es. Das heißt, Sabberbücher gibt es auch. Ja. Ja, auch so mit Anbeißecken und Badebücher ganz am Anfang und dann Kuschelbücher und solche Sachen. Ich habe da oben schon gesehen, was ziehe ich heute an? Babys erstes Fühlbuch, genau. Habe ich mir natürlich auch schon gerade angeguckt und habe geguckt, ob man das alles... Ja, okay. Sehr süß. Ja, man muss ja wissen, worüber man redet, ne? Wenn man sich da anmeldet, also du hast vorhin gesagt Mitgliedschaft, ich hätte zuerst an Abo-Box gedacht, Mitgliedschaft heißt, ist irgendwie doch eher vereinsmäßig gestaltet? Ja, oder? Okay. Das heißt, die Rechtsform ist, wir sind eine gemeinnützige UG, ist einfach nur eine andere Rechtsform, aber Mitgliedschaft bedeutet genau das, also alle Familien bekommen bei uns auch eine Mitgliedschaftsbescheinigung und wir müssen einen Antrag stellen und der Antrag wird eben beim Jobcenter eingereicht, häufig. In einigen Bundesländern ist es auch an einer anderen Stelle. Und dann wird hoffentlich der Antrag genehmigt über das Bildungs- und Teilhabepaket und wir sind in der Sparte, da gibt es verschiedene Bereiche und wir sind in dem Bereich Teilhabe am kulturellen Leben und um eben teilzuhaben, bieten wir die Möglichkeit an, dass sie Familienvorleseveranstaltungen besuchen. Die finden in den Städten statt, in denen wir aktiv sind. Und das sind aktuell sind es zum Beispiel 10 oder sogar 15 in Hamburg und 10 in Berlin und 5 in Dortmund und Hannover. Und wir sind am Aufbauen. Das werden auch sehr viel mehr Vorleseorte werden. Und dort wird in sozialen Einrichtungen einmal pro Woche von lesenden Lesebotschaftern von uns vorgelesen. Die Familien können dorthin gehen, an den Veranstaltungen teilnehmen. Die Eltern sind auch wirklich immer mit dabei. Es geht um dialogisches Vorlesen und darum, dass die Eltern das eben wirklich miterleben und auch nachmachen für ihre Kinder. Nachmachen, das wollte ich gerade sagen, dass sie dann zu Hause auch sich vielleicht überwinden, weil für manche ist es vielleicht eine Überwindung, ne? Ja. Selber vorzulesen. Und dass man aber sieht, dass das was durchaus Schönes ist und was Bindendes ist oder sein kann und dass man das dann eben selber auch macht. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es tatsächlich immer mit diesem Antrag und dann ans Jobcenter, kann man es als jemand, der keine Leistung bezieht, trotzdem auch machen? Ja, man kann es auch kaufen, auf der Webseite bei uns. Okay. Und gut, alle 3 Monate, das heißt, es wird wahrscheinlich preislich trotzdem noch relativ überschaubar sein, ne?
Es ist eben wirklich aber auch das Komplettpaket. Man kann das nicht entzerren. Und es sind 120 Euro im Jahr. Super, okay. Alles klar. Also nicht mal, also 10 Euro im Monat für Kinderbuch und Vorleseveranstaltung. Ja, okay. Das kann man durchaus. Könnte man mitmachen, ne? Aber wenn man es sich nicht leisten kann, eben dieses Teilhabeprojekt. Meine Güte, Programm. Ja, genau. Alter hatten wir schon, ab 0 Jahren geht's los. Macht ihr bei Schulkindern halt, weil die dann einfach selber lesen können? Tatsächlich ist es so, dass unsere Satzung bisher auch so gestaltet ist, dass es für Kinder im frühkindlichen Bereich ist. Und auch die Satzung unserer Stiftung, die uns momentan noch fördert. Mhm. Das ist bei gemeinnützigen Organisationen ja immer so ein Thema, dass man wirklich so handelt und eben auch in dem Bereich agieren kann oder muss, in dem die Satzung gestaltet ist. Perspektivisch würden wir das gerne ändern und auch noch in den ersten Schuljahren wirklich mit agieren, weil wir da wirklich gute Rückmeldungen von den Lehrerinnen und Lehrern bekommen. Ich merke auch tatsächlich, also klar, meine Nichte und mein Neffe, die konnten dann irgendwann in der ersten Klasse natürlich auch lesen, aber trotzdem fanden die es total super, wenn Oma und Opa ihnen weiter vorgelesen haben. Ja. Weil es einfach so eine Zweisamkeit oder Dreisamkeit ist, wo man irgendwie was gemeinsam erleben kann. Das ist einfach ein schönes Gefühl und eine schöne Situation. Hm. Die Vorleseveranstaltung. Ihr sucht Lesepaten. Ja. Kann man Lesepaten sagen? Ja, Lesepaten. Lesebotschafter. Lesebotschafter, okay. Was muss man da mitbringen als Lesebotschafter? Dann sollte ich mal Erfahrungen mit Kindern haben, also wirklich mal als Babysitter oder Nanny gearbeitet haben, mindestens. Oder gerne sind es auch Studenten, die Sozialpädagogik studieren oder Erzieherinnen. Also aber ganz generell kann es jeder von jedem Alter, also 18 bis 70 beispielsweise, und auch jeder mit jedem Abschluss machen. Man braucht dann aber eben ein erweitertes Führungszeugnis und Ambitionen. Ambitionen, dass man... Das ist das Wichtigste, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Dass man im ersten Schritt gerne mit Kindern zusammen ist, im zweiten Schritt gut ist in der Kommunikation mit Kindern und auch erfahren und im dritten Schritt vorlesen kann. Also es ist wirklich wichtig, dass die Person gut und deutlich und... bildlich vorlesen kann. Testet ihr das? Wir schulen das dann wirklich so. Also erstens, wir wählen aus, also wir haben einen Einstellungsprozess, das sind ja bei uns Mitarbeiter. Und dementsprechend gibt es ein echtes Recruiting, es gibt drei Stufen, in der ersten Stufe mit dem Fragebogen ausfüllen, in der zweiten Stufe gibt es ein Telefoninterview und in der dritten Stufe gibt es einen Workshop wirklich mit mehreren Leuten und einer Workshop-Leiterin bei uns aus dem Team. Die macht einen Workshop zum Thema dialogisches Vorlesen und auch die Entwicklungsstufen von Kindern. Und in der Regel ist es so konzipiert, dass die Leute, die am Workshop teilnehmen, wirklich anfangen. Das ist auch in unserem Interesse. Aber danach gibt es schon auch nochmal Gespräche und gegebenenfalls klappt es auch einmal nicht oder so. Und diese Workshops, finden die dann hier statt, weil hier euer Sitz ist? Oder finden die tatsächlich da, also geht ihr in die Städte, wo das Programm neu aufgelegt werden soll oder erweitert werden soll? Genau, wir fahren dann, unsere Workshop-Leiterin fährt dann in die Stadt und wir haben dann einen Raum gemietet oder dürfen teilweise auch einen Raum nutzen von einer sozialen Einrichtung, einem Familienzentrum beispielsweise. Und dann findet der Workshop dort statt. Das heißt, es sollten dann schon mal irgendwie nicht nur einer sein, sondern irgendwie 8 bis 10. Okay, ja, alles klar. Sonst lohnt sich das ja irgendwie nee, gar nicht. Und vor allen Dingen brauchen wir auch so viele. Also wir sind eben auch verpflichtet, laut Jobcenter, durch die Anzahl der neuen Mitgliedschaften, die wir eingehen, oder dass eben so sehr viele Familien auch wirklich das Leseförderprogramm nutzen wollen und können. Und dann sind wir eben auch verpflichtet, diese Vorleseveranstaltungen in großer Zahl anzubieten. Das eben auch der Weg ist, wie wir finanziert werden. Über die Teilhabe. Klar, logisch. Wie lange dauert der Workshop? Oder die 4 Stunden, glaube ich. Okay. Also es ist an einem Nachmittag durchaus dann erledigt. Ja, für 4 bis 6 Stunden. Und dann kann man im Prinzip direkt einsteigen und loslegen und selber vorlesen. Ja, wenn wir in der Stadt schon aktiv sind, dann machen wir nochmal eine Schnupperstunde, dass der eine Lesebotschafter nochmal zu jemandem geht, zu einem anderen Lesebotschafter, der schon aktiv ist und der schon regelmäßig vorliest. Und dann können die sich austauschen. Zusätzlich gibt es Stammtischtreffen in den Städten. So ein bisschen wie eine Supervision. Ja, oder? Quasi. Okay. Wie viele Kinder kommen denn zu so einer Veranstaltung? Es
den Veranstaltungen kommen, das heißt natürlich, ist eine Marketingfrage und häufig haben die Familienzentren selber schon einen guten Stamm an Leute, die eingeladen werden. Und von uns werden auch Leute eingeladen, denn wir erreichen die Familien über das Jobcenter, auch vor dem Jobcenter wirklich, haben wir Berater. Und die weisen dann direkt darauf hin und euer nächster Vorleseort ist da 3 Straßen weiter. Und das ist natürlich was, was anläuft. Das heißt, am Anfang sind es vielleicht sogar 4 Familien, die zu den ersten Vorlesestunden kommen und am Ende sind es 10. Okay. Also immer noch irgendwie handelbar. Ja, auf jeden Fall. Aber nee, das ist auch sehr viel mehr könnte es halt nicht sein. Ne? Genau. Also das ist auch der Grund, warum wir so viele Vorleseorte aufmachen und warum wir so viele Lesebotschafter schulen und einstellen. Okay. Aber das heißt, eure Vorleseorte sind dann wahrscheinlich auch eher in sozialen Brennpunkten, oder wie? Ja. Wobei es auch, wenn die Jobcenter sind ja auch in der ganzen Stadt verteilt. Na klar. Und eigentlich sind sie in der ganzen Stadt verteilt. Okay. Also wirklich ausnahmslos fast. Also zumindest ist das unser Ziel. Dann ist es nicht ganz einfach, die Vorleseorte aufzubauen. Und das machen wir auch noch nicht so lange. Also uns gibt es zwar insgesamt schon seit 2013, aber dass die Vorleseorte so stark im Fokus sind und dass die Lesebotschafter auch wirklich angestellt sind und geschult werden in dem Ausmaß, das machen wir seit Oktober letzten Jahres. Also tatsächlich ganz frisch. Ja, also es ist unser aktivstes und wichtigstes Projekt aktuell. Also das ist kein Projekt, sondern es ist im Prinzip Herz unseres Unternehmens und es war uns gar nicht so 100% klar. Das hat sich ein bisschen in den letzten Jahren hat sich der Schwerpunkt verschoben, dass wir anfangs dachten, einfach weil wir damit begonnen haben, die Bücherboxen sind einzig und allein wichtig. Und jetzt wissen wir, dass es einfach in der Kombination viel, viel besser wirkt und besser funktioniert. Kann man theoretisch auch, wenn man davon erfährt, von irgendwie mein Nachbar geht zu so einer Vorleseveranstaltung mit seinem Kind, und ich will da auch hin, kann ich dann einfach da auch hin oder muss ich trotzdem vorher irgendwie mich angemeldet haben? Man kann hin zum Schnuppern. Schnupperstunden machen, genau. Das Ganze hat natürlich einen Wert, das hat ja einen Gegenwert. Der Wert wird finanziert für Familien aus schwierigen Lebenslagen vom Jobcenter. Mhm. Das heißt, für Familien, die kein Mitglied sind bei Librileo, es ist nicht meine Philosophie, aber es ist eben der Rechtsweg letzten Endes. Und, das ist die deutsche Bürokratie, ja. Ja, ist halt und so. Also aufgrund der deutschen Bürokratie ist es tatsächlich sogar so, dass wir da, und wie gesagt, wir machen das Ganze in dem Ausmaß, auf diese Weise, seit Oktober, seit wenigen Monaten ja quasi. Mhm. Und ja, knapp ein halbes Jahr, ne? Ja, okay, die Zeit rennt. Ja, eigentlich ist es ziemlich genau ein halbes Jahr. Okay. Aber wir sind, also es ist trotzdem jetzt. Ein halbes Stelle Jahr finde ich extrem kurz. Ja, okay. Also, ich dachte, du findest ein halbes Jahr total lang. Um Himmels Willen, ein halbes Jahr ist total kurz. Ja, okay. Ja. Normalerweise sind wir wirklich zackig. Also es ist wirklich auch, wir setzen Dinge wirklich, wirklich schnell um und auch konsequent. An der Stelle ist es aber einfach nicht so einfach im sozialen Bereich, das wirklich umzusetzen und in so vielen Städten gleichzeitig und den Aufbau und auf die Qualität gleichzeitig sicherzustellen, ist natürlich auch ein riesen Stein, den man da bewegen muss. Auf jeden Fall. Und ich meinte, dass unter Juristen sind 7 oder 10 Jahre noch kurz, in Anführungsstrichen. Insofern halbes Jahr, Hut ab, wenn das dann schon in so vielen Städten läuft. Super. Also, ja, super. Das, was ich sagen wollte, ist nämlich, dass wir, es gab Probleme im letzten Herbst, nämlich Probleme, dass wir in den Städten so stark gewachsen sind und die Vorleseorte nicht aufbauen konnten, aufgebaut haben, dass die Jobcenter uns in Städten gestoppt haben und wir eben nicht das Geld quasi richtig eingesetzt haben. Wir haben es eben eingesetzt für das Versenden und für die Bücherbox und die Vorleseveranstaltung gab es sporadisch und dann hieß es, okay, es muss genau nachgewiesen werden, dass jedes Kind eben auch einen Platz hat an den Vorleseveranstaltungen. Und im zweiten Schritt muss auch genau abgerechnet werden, welchen Wert jeder einzelne Vorleseveranstaltung hat. Also jedes einzelne Mal hat einen Wert von 2,50 und wir dürfen keine Nichtmitglieder ohne Bezahlung dahin schicken. Und das ist nicht in unserem Interesse in dem Sinne. Aber wir machen das möglich. Und möglich ist zum Beispiel, dass wir sagen dürfen, dass Familien in den Familienzentren, die Nichtmitglieder sind, zu Schnupperstunden kommen. Und möglich ist auch, dass wir die Plätze auffüllen, wenn es nicht voll ist. Also es ist händelbar. Okay.
Aber das, was du gerade gesagt hast, klingt danach, als würden von den, keine Ahnung, jetzt vielleicht 10 Leuten, die hier im Büro arbeiten oder 8 Leuten, als würden davon mindestens 6 für die Verwaltung tätig sein, weil man irgendwie diesen ganzen Papierwust Ja, wir handeln haben muss, oder? unfassbar viele Anträge, die eingehen, eben Papieranträge. Wir sind teilweise hat sich das entwickelt, also wir haben ein kleines Jobcenter bei uns im Büro, in dem wir eben die Anträge digitalisieren, in unsere Plattform vervollständigen teilweise und dann ans Jobcenter senden. Und wir sind auch nicht nur, auf dem Bild sind jetzt, glaube ich, so Ja, ist ja schon ein bisschen maximal älter, ne? 10, genau. Und inzwischen haben wir alleine für die Datenverwaltung eine Managerin und Koordinatorin und 4 oder 5 Mitarbeiter. Ja, also es kommen wirklich auch eine große Anzahl an Anträgen. Also es sind pro Woche circa 400, 500 Anträge. Ui, Wir sind wirklich stark am Wahnsinn. Wachsen. Okay. Und tatsächlich bundesweit. Also die kommen tatsächlich. Das heißt, was sind die nächsten Städte? Wo sind die Also nächsten? Hannover sind wir eigentlich schon fast. Hannover und Bremen sind fast durch. Und die nächsten sind Essen, Osnabrück und Frankfurt am Main. Und viele Städte sind in der Pipeline. Rostock. Ja. Es gibt auch Städte, in denen es nicht geklappt hat, die wieder abgebrochen werden Aha, mussten. nämlich zum Beispiel. Dresden und Leipzig. Weil? Haben Sie eine, hast du eine Idee? Ja, Probleme mit dem Jobcenter, Probleme mit der Bürokratie, Kommunikationsprobleme, Anfängerprobleme, Fehler auf beiden Seiten und dann vielleicht kein Wohlwollen. Aber ihr probiert es nochmal. Wissen wir noch gar nicht hundertprozentig. Also wir fokussieren uns erstmal natürlich auf die Baustellen. Wir sind ein kleines Team, wir müssen das eben auch Na klar, priorisieren. natürlich. Und Und das alles aus Berlin hier irgendwie zu handeln, das ist wahrscheinlich durchaus aufwendig. ja, es ist eine Mammutsaufgabe. Müsst ihr auch mal hinfahren und dann da vor Regelmäßig, Ort? ja. Okay. Wir haben eine Netzwerkerin und sie besucht dann die offiziellen Stellen, die Träger, die Jobcenter. Sie wird dann eingeladen in so Sitzungen, Leitungsrunden. Ja. Und darf wieder für das Projekt kämpfen und sagen, wie wichtig das ist. Und Ja, genau. okay. Ich habe auf der Webseite gelesen, dass die Vorleseveranstaltungen interaktiv sind. Ich habe darunter aber, glaube ich, was völlig anderes verstanden. Ich habe darunter natürlich sofort irgendwie an Online und so weiter gedacht, aber interaktiv heißt einfach nur in Anführungsstrichen, dass natürlich mitgemacht wird und dass es irgendwie einen Dialog, ein Gespräch gibt. Ja, genau. Das ist so dieses Konzept dialogisches Vorlesen, dass es darum geht, die Kinder zu fragen, wie ihr Name ist und wie es ihnen geht. Und dann, dass sie das Buch auswählen dürfen, dass ein Kind vielleicht umblättern kann, dass sie ins Gespräch kommen, vielleicht auch kleine Spiele machen, zum Beispiel so Fragen wie, hey, seht ihr die Katze? Oder tippt mal, wer kann zuerst auf den roten Ball tippen? Oder wer entdeckt irgendwas, wer entdeckt den Baum, wie auch immer. Und dann vielleicht im zweiten Schritt auch noch weiterhin über Bäume reden. Wenn ich jetzt gerade die Frage gestellt habe, wer entdeckt den Baum in meinem Bilderbuch und dann zu fragen, ach, ist es jetzt Herbst? Habt ihr die Blätter gesehen und die verfärben sich? Also ins Was Gespräch kennt zu ihr für kommen. Bäume und so weiter? Ja. Sind die Vorleseveranstaltungen, weil es jetzt tatsächlich ja, ihr habt ja verschiedene Altersgruppen, sind die Vorleseveranstaltungen dann auch irgendwie so ein bisschen altersmäßig separiert oder wie macht ihr das? Also Ja. wenn da ein einjähriges Kind sitzt, dann hat das natürlich ein ganz anderes Buchinteresse als der fünfjährige knapp Vorschüler. Das ist unterschiedlich. Wir bieten teilweise in Familienzentren Lesungen hintereinander an. Und dann können wir es splitten. Dann sagen wir, okay, das eine ist von 1 bis 3 und die anderen sind von 4 bis 6. Wir machen das aber auch häufig durchmischt. Und durchmischt heißt wirklich im Prinzip von, das Angebot steht zumindest von 0 bis 6. Und häufig sind das eben Kinder, vielleicht die Nulljährigen sind ja in der Regel noch auf dem Arm Ja, und ist klar. schlafen bei der Mama oder im Kinderwagen. Im besten Und Fall schlafen sie. Im schlechtesten Fall. ja. Machen sie sich bemerkbar. Auch okay. Na klar, Ja, gehört dazu. genau. Und dann macht man es irgendwie so im ersten Part, dürfen die kleineren Kinder aussuchen oder die Babys wirklich. Oder man gibt einzelne Fühlbücher der Mama und dem Baby und die ziehen sich dann so ein bisschen zurück und schauen gemeinsam das Babybuch an. Oder ein größeres Kind liest für die ganz Kleinen ein Babybuch vor. Es ist total gut, weil die Hürde nicht so groß ist und weil es richtig Spaß macht für Leseanfänger und vielleicht Familien, die wo die Kinder nicht so gut lesen können und dann können sie zeigen, dass sie es doch können. Wenn es nur 2, 3, 4 Sätze sind.
Wie lange geht denn so eine Veranstaltung? 45 Minuten. Also das ist erstmal so die Zeitspanne und dann kann es natürlich durchaus wahrscheinlich finden regelmäßig, also ich meine, man sagt ja dann nicht so gesprächslos jetzt hier, sondern ja, man macht dann wahrscheinlich ein bisschen ja Sozialarbeit wahrscheinlich auch viel. Ja, wobei es wirklich im, also es bleibt nicht bei 45 Minuten, vielleicht ist es eine Stunde und vielleicht sind es, ist es auch eine Stunde und 10 Minuten, aber mhm, es hat den Rahmen, es hat mhm wirklich den Rahmen einer Lesestunde und die ist dann eben abgeschlossen und dann wird auch der Raum geräumt quasi, mhm, ja. Habt ihr irgendwie Ideen, das Ganze auch dahingehend vielleicht auszuweiten, dass man es eben, also im Moment konzentriert ihr euch auf die Familien und nun gibt es ja auch viele Projekte, die irgendwie sagen, naja, wir wollen das irgendwie auch auf Kita eben zum Beispiel bei eurer Altersgruppe ausweiten oder Krippe und Kita. Habt ihr da irgendwelche Ambitionen oder Ideen oder soll das tatsächlich im Familienbereich bleiben, weil das euer selbstgewählter Schwerpunkt ist? Beides im Prinzip. Also definitiv ist es bei uns so, dass wir das Vorlesen in der Familie schulen wollen und dass es eben darum geht, auch die Familie als Schlüssel zu sehen und die zu stärken. Und für die Kitas bieten wir Weiterbildungen an und Workshops. Das heißt, für die Erzieher bieten wir einen Workshop an, auch zum, also was ist ein anderer und auch viel, viel umfänglicher, mhm, aber ähnlich vom Titel, auch zum Thema dialogisches Vorlesen. Und auch um zu diesem Thema, wie richte ich in unserer Kita eine Leseecke ein, welche Bücher wähle ich aus und wie wird der Erzieher dann tatsächlich auch wirklich zum Vorbild für die Kinder. Mhm. Wo finde ich das auf eurer Seite? Unter Workshops, unter Angebot und dann gibt es Fortbildungsangebote. Ah, alles klar, okay. Doch, das ist so ganz, weit, ich so glaube, das ist ganz leicht. Sogar ja, einigermaßen. Bestimmt, bestimmt. Ich bin einfach überhaupt nicht auf die Idee gekommen, bei Workshops zu klicken. Ich okay habe irgendwie mir die Bücherbox angeguckt und habe das. Ja. Aber super. Das heißt, ja, theoretisch bietet ihr die Möglichkeit, theoretisch und praktisch bietet ihr die Möglichkeit, dass Erzieherinnen sich fortbilden, um selber richtig gut vorlesen zu können. Ja, wir sind sogar auch anerkannt, das macht meine Kollegin, deswegen weiß ich nicht hundertprozentig, wie das jetzt heißt. Wir sind aber anerkannt, dass man das auch wirklich als Fortbildung... Wie als Bildungsurlaub oder ja, was? Ja, genau. Und wir sind dort in diesem Katalog mit drin. Wahnsinn, okay. Aber wenn wir jetzt schon bei den Erziehern, bei den pädagogischen Fachkräften sind, kann das auch die Oma von nebenan buchen, theoretisch, wenn sie sagt, sie möchte gerne ihren Enkeln besser vorlesen können? Nee. Oder ist das doch eher dann auf die Profis ausgerichtet? Ja, schon vor allen Dingen, weil es eben dann auch um eine Teamfortbildung geht und da ganz okay viele Elemente auch drin sind für das Teambuilding, dass sich wirklich die Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie sich austauschen und kennenlernen. Das heißt, ihr geht tatsächlich sozusagen, eine Kita oder ein Träger entscheidet sich, dass er das gerne machen möchte, bucht euch und ihr geht hin. Ja, wir haben sogar die Option, dass wir hier in Berlin in der Nähe, in Brandenburg, gibt es so ein Bildungscenter Paritz. Mhm. Und das heißt der Ort der Begegnungen und das ist ein See und es ist wunderschön und die haben ein Schulungszentrum, das sind, ist Teil unseres Netzwerkes. Mhm. Und als gemeinnützige Organisation unterstützen sie uns und ermöglichen das kostenfrei, dass wir die Schulungen dort stattfinden lassen. Und da geht es eben auch um diesen Aspekt, dass der Ort und der Raum Teil des Bildungselementes mhm ist. Oder ja. Aber Teambuilding, ja, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr sozusagen tatsächlich das auf diese Gruppe von Leuten begrenzt in dem, ja, in dem Sinne. Aber dann kann man wahrscheinlich auch sagen, okay, ich hätte gerne irgendwie ein bisschen mehr Augenmerk darauf oder ich hätte es gerne noch ein bisschen länger und dann macht ihr das halt preislich, wie auch immer, das ja Angebot und Nachfrage, ne? Ja, total. Das ist sogar so flexibel, dass es die Möglichkeiten gibt, den Workshop auf drei, also es hat jetzt zuletzt eine Kita so gebucht, mhm, dass wir das splitten auf drei Einheiten mhm und dann immer zum Beispiel zu solchen Mitarbeitersitzungen kommen für 2 Stunden und dann gibt es das häppchenweise, das Wissen. Ihr stellt euch also ein, ja, auf die Zielgruppe, ja. Ja. Genau. Das mit dem Mobbing, das hatte ich schon. Meine Güte. Ich bin meine Zettel schon fast durch. Alter,
Themen, ja, die Themen hatten wir auch. Das geht durch von allem, was eigentlich so einem im Alltag begegnen kann. Das habe ich auch eine Liste. Aber ich weiß nicht, auf dem Kopf. Das startet bei Einschlafen, Durchschlafen später. Und es geht auch von den Inhalten immer darum, dass wir nicht zeigen wollen, dass es wichtig ist, dass es so perfekt laufen soll, sondern es geht eher darum, dass wir sagen, okay, es ist normal, dass die Kinder nicht durchschlafen. Im Prinzip sind schon 4 Stunden durchschlafen, gerade für Babys, also in dem ersten Lebensjahr oder in dem ersten halben Lebensjahr, wäre alles andere, weil häufig ist es wirklich so, dass die Familien einen hohen Anspruch haben an Perfektion. Und das heißt, das Einschlafbuch ist eher für die Eltern gedacht als Beruhigung? Es wird irgendwann wieder besser. So nicht. Ach ja, wir haben eine Frage, die wir ganz oft bekommen übrigens, ist, warum wir denn schon Bücher machen für Kinder von 0 bis 1, weil eben keine Kinder von 0 bis 1 Bücher lesen. Da geht es zum einen darum, dass, da geht es um das Haptische, dass die Kinder das tatsächlich haben. Zum zweiten geht es darum, dass man die Bibliothek quasi schon aufbauen kann für die späteren Jahre. Na klar. Und um das frühe Abholen der Eltern, denn es sind eben Eltern, die als Kind vielleicht keine Berührung und auch nicht so das in der Routine hatten, dass sie vorlesen oder vorgelesen bekommen. Und dann geht es darum, dass die Eltern in diesem Abstand, in dem die Bücherboxen kommen, selber sich freuen über das Kinderbuch, über das Babybuch. Und sich im Prinzip schon darauf vorbereiten, wie es denn sein wird, wenn die Kinder bereit sind für die Bücher. Wie, sich selber schon mal den Text durchlesen oder auch dem schlafenden Baby den Text einfach schon vorlesen. In der Bücherbox habe ich gelesen, da ist ja nicht nur das Buch drin, sondern da ist auch noch, also da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Nämlich? Genau, nämlich ein Ratgeber. Das ist ein, zu dem jeweiligen Thema wahrscheinlich. Genau, zu dem jeweiligen Thema. Es ist ein Flyer im Prinzip, aber der ist ein bisschen dicker und größer, so ein quadratischer Informationsbroschüre quasi. Und da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele Bilder. Die Inhalte wurden von der Pädagogin entwickelt, gemeinsam aber mit uns als Team. Ja, ganz wenig Text und spielerisch, super spielerisch. Dann gibt es eben in diesem Ratgeber gibt es auch immer auf einer Seite so eine kleine Spielanleitung. Denn der zweite Punkt ist eben, dass es noch ein Spiel gibt. Das Spiel kann wirklich alles Mögliche sein, von einem Poster mit Stickern, die man aufklebt, zum Thema aufs Töpfchen gehen, darf man so einen Belohnungssticker aufkleben. Okay. Oder einem Kartenspiel, wenn es zum Thema Teilen, dann geht es darum, dass man immer eine Karte weitergibt von dem Tier, was man auf der Hand hat. Okay. Oder ich komme in die Kita, das sind ja noch recht kleine Kinder, oder so mit 1 oder 1,5, haben wir so einen kleinen... Ja, gut, bei der Kita-Platzkrise dauert es jetzt ein bisschen länger, ne? Ja. Bis man in die Kita kommt. Stimmt. Ja. Aber in Berlin, also ja, okay, in Berlin haben wir auch Krise, aber in Berlin ist es schon so, dass wir, glaube ich, ein bisschen früher dran sind als in anderen Bundesländern. Ja, ja, grundsätzlich, einfach weil hier sozusagen die das noch üblicher war, dass sie, dass beide Elternteile irgendwie arbeiten gehen und dass das selbstverständlich ist, ja. Ja. Insofern kümmert man sich tatsächlich früher drum und ja. Manche kommen ja schon und sagen, sie wollen ihr nach 8 Wochen wieder arbeiten, also muss irgendwie nach 8 Wochen eigentlich irgendwie ein Krippenplatz da sein, ne? Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir da so einen kleinen Rucksack, so einen kleinen YouTube-Beutel oder so einen ja, Rucksack für kleine Kinder. Das ist auch sehr süß. Für die Kita. Ja. Als Start. Ja, genau, um dort Wechselwäsche reinzupacken oder einen Schnuller und ein kleines Kuscheltier oder so. Und der ist so groß, dass den. Ja, es kind ist wirklich kleiner. Also, ja, genau. Es ist so ein kleiner, ich weiß gar nicht, wie die heißen, nicht YouTube-Beutel-Rucksack, aber sondern diesen kleinen Rucksäcke, so Sportbeutel. Turnbeutel, genau. Okay. Genau. Also das Spielen ist im Prinzip, kann alles Mögliche sein. Für das allererste Baby, es ist, glaube ich, unser zweites Thema mit 3 Monaten für die Kinder, ist das Spielen Badeball. Einfach weil, welches Spiel soll man da rein tun? Dann geht es eher um das Abrunden des Produktes. Es geht wirklich darum, um das Kinderbuch, Ratgeber und Spiel. Und Spiel kann alles Mögliche sein, nur dass es zusammenfasst, das Thema. Aber jetzt fällt mir gerade auf, natürlich habt ihr nicht irgendwie das so, dass ihr... Keine Ahnung, wenn ihr es alle 3 Monate macht, dass ihr im März eine identische Box für alle packt, sondern natürlich gehen die wahrscheinlich im Antrag an, wie alt das Kind ist oder die Kinder und dann macht ihr eine Box genau für diese Altersgruppe. Ja, es ist ein riesen logistisches Thema. Das heißt, wir haben 24 Bücherboxen für Kinder von 0 bis 6 Jahren. Alle 3 Monate geht eine raus und es ist im System, Computersystem hinterlegt, wie alt das Kind ist. Dann wird quasi die erste Box normt dann unseren Prozess, dann wird eben festgelegt, wo das Kind oder wo die Familie anfängt. Und ab dann geht es eben alle 3 Monate, wird es versendet.
Und das macht eine Behindertenwerkstatt für uns. Ich wollte gerade fragen, weil also das könnt ihr nicht noch irgendwie zusätzlich leisten. Aber ihr habt ein Versanddatum irgendwie. Oder macht ihr es tatsächlich? Ja, immer am 1. des Monats. Immer am 1. des Monats. Hm. Und dann bekommen ja natürlich nicht alle Familien immer am 1. des Monats was, sondern man bekommt seine Box alle 3 Monate. Mhm. Aber da man immer einsteigen kann, jederzeit, versenden wir monatlich. Mhm. Das klingt nach riesigem Aufwand. Die Bürokratie habt ihr hier im Haus, die andere. Ja, die logistischen Prozesse haben wir tatsächlich auch bei uns. Und wir schicken dann Listen, Versandlisten an die Behindertenwerkstatt und die packen dann für uns, packen dann die Bücherboxen mit Schleife und Seidenpapier und Sticker. Dann wird es, bringen die es zur Post und versenden es. Aber das heißt, das Lager ist auch da schon direkt. Ja. Also die haben alles da und sagen halt immer Bescheid, okay, die Bücher für Altersgruppe sowieso werden langsam knapp und dann könnt ihr sowieso mal neu aussuchen und gucken, ob es da irgendwie was Schöneres, Besseres, Tolleres gibt. Und ja, ähnlich. Also wir bestellen die Bücher in der Regel schon auch immer nach, also auch dasselbe Buch, was wir dann einmal ausgewählt haben und wechseln das dann einmal im Jahr durch. Einfach, weil wir dann, häufig kommt es sogar vor, dass die Verlage das Buch nicht mehr haben, weil die Auflage zu Ende ist. Und ansonsten gibt es natürlich auch Momente, dass wir sagen, okay, es gibt vielleicht ein Buch, das gibt eine neue Erscheinung. Und jeden Frühling und jeden Herbst gibt es neue Verlagsvorschauen. Die schauen wir uns an und suchen einfach Bücher raus, die uns gefallen. Mit Kindern zusammen? Wir prüfen die auf jeden Fall. Wir bestellen Testbücher und schauen uns die verschiedene Leute bei uns. Die Sozialpädagogin schaut sich das an, ich schaue mir das an, meine Kinder schauen sich das an. Ich wollte gerade fragen, also wenn das irgendwer am besten entscheiden kann, dann doch genau die richtige Zielgruppe. Du hast vorhin gesagt, so 400 bis 500 Neuanmeldungen, waren das wöchentlich oder monatlich? Ja, das waren die Anträge wöchentlich sogar. Hm. Wir haben Probleme, dass sie nicht alle bewilligt werden. Es sind viele Anträge, die von den Jobcentern nicht bewilligt werden. Warum? Also da arbeiten wir tatsächlich gerade ganz stark auch dran, dass wir die Bewilligungsquote erhöhen. Kommen die Widerspruchsbescheide zu euch? Nee. Okay. Weil das würde mich natürlich mal interessieren, warum sowas abgelehnt wird. Das wollen wir uns auch, also da versuchen wir natürlich die Zusammenarbeit mit den Jobcentern zu verbessern und das in Zukunft, also es ist auch wirklich unser 3-Monats-Ziel. Jetzt, Quartal hat gerade angefangen, ist es die Folgeanträge und die Quoten, beides. Folgeanträge haben wir auch ein Problem, die laufen nach einem Jahr aus und dann dürfen die aber weitermachen in der Regel und dafür müssen wir neue Anträge rausschicken, alles automatisch, möglichst. Oh Gott, da kann man nur den Kopf schütteln. Jetzt hatte ich gerade eben einen Gedankengang dazu. Bürokratie hier. Achso, also wenn es 400 oder 500 Neuanträge wöchentlich sind, wie viele Familien habt ihr denn jetzt? Im Programm sind jetzt 3000, aber wir fangen die auch so ein bisschen wieder auf. Ja. Eben. Also das ist tatsächlich das, was ein bisschen schade ist, dass eben nach einem Jahr, und teilweise werden die auch nur bewilligt für 3 Monate oder 6 Monate, das ist ganz verschieden von den Jobcentern. Das heißt, das ist unser Thema, dass sie uns, also dass erstens nicht alle bewilligt werden, zweitens viele rausfallen und dass wir da die Prozesse noch besser abstimmen müssen. Okay. Aber das ist ja tatsächlich auch eine politische Frage, ne? Teilweise. Also erstens, warum können die das, also warum lehnen die einen das ab und die anderen sagen, ja super, mach das. Aber die Verfahren sind echt verzwickt. Ganz verschieden, in jedem Bundesland, in jeder Kommune, andere Anträge, andere Abrechnungsverfahren. Deine Vision für die Zukunft? Für LibriLeo? Bildungsarmut bekämpfen, Kinderarmut bekämpfen. Also mindestens deutschlandweit haben alle Kinder Zugang zu Kinderbüchern. Tatsächlich sei es über das LibriLeo Leseförderprogramm oder über erhöhte Besuche in Bibliotheken und mehr Freude an Besuchen aller Art, aller sozialen Einrichtungen. Und ja, in jedem Fall Bildungszugang, also dass Kinder Zugang zu Bildung haben. Okay. Und das jetzt tatsächlich sozusagen mittelfristiges Ziel für LibriLeo, was ist deine Vision, wie wollt ihr wachsen oder soll das eher so, also wäre es dir recht, wenn morgen irgendwie tatsächlich in allen Großstädten in Deutschland ein Leseprogramm nachgefragt würde und ihr da, wärt ihr da sofort mit dabei? Ja. Wir würden uns darauf einstellen, dem nachkommen zu können, die Prozesse aufzusetzen und das professionell machen zu können.
Morgen wäre vielleicht echt ein bisschen krass. Ich muss übertreiben, ich muss übertreiben. Nein, ich wollte sozusagen fragen, ja, du willst das, ihr wollt das. Ja, auf jeden Fall, das ist auch mittelfristig das Ziel. Also da geht es auch darum, die Marke weiter aufzubauen und in den Städten präsent zu sein. Ich bin sehr gespannt, ich werde es weiterverfolgen. Dankeschön. Dankeschön auch.